Hallo Leute, willkommen zum neuen Video von mir. Heute mal ein bisschen anderes Video. Geht mehr oder weniger um so ein paar Fragen, die mir User gestellt haben, beziehungsweise um einige Dinge, die ich klarstellen möchte. Es ist heute wieder kein Tabakvideo und im Prinzip geht es genau darum. Es ist momentan für mich etwas schwierig, in Ruhe eine Shisha zu genießen. Und das liegt einfach daran, dass ich jetzt hier gerade momentan privat ziemlich eingespannt bin. Wir haben seit 14 Wochen eine ziemlich große Baustelle bei uns und ich stehe im Prinzip jetzt hier auch, wo ich Urlaub habe, in der Früh um 8 auf und höre abends um 22 Uhr zu arbeiten auf. Und von dem her ergibt sich da nicht wirklich eine Möglichkeit, ein Video zu machen. Und wenn sich denn die Möglichkeit ergeben würde, ein Video zu machen, so nach dem Abendessen oder sowas in der Richtung, dann sitzen da draußen auf der Terrasse, wo ich das Video machen will, noch ungefähr 5 andere Leute am selben Tisch, die mit Shisha-Rauchen so gar nichts zu tun haben und die nicht unbedingt scharf drauf sind, hier auf YouTube zu erscheinen. Es fällt vielleicht auch auf, es ist ein bisschen eine andere Location. Das liegt daran, dass ich gerade hier PC und alles aufgebaut habe im Büro meiner Eltern, da die Baustelle mehr oder weniger seit 2 Wochen auch mein Zimmer erreicht hat. Und ich daher wirklich, man merkt es auch an der Aktivität auf meinem Kanal, nicht wirklich dazu gekommen bin, ein Video zu machen. Das ist mal das eine. Falls ihr euch wundert, also die Nebengeräusche, ich weiß jetzt nicht, wie stark die sind, der Rechner steht direkt neben der Kamera, deswegen es könnte sein, dass es ein bisschen kühler Geräusche gibt. Sollte nicht weiter stören. Der nächste Punkt, auf den ich eingehen will, ist das Rauchen generell. Sage ich mal, das Shisha-Rauchen generell. Und da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also es ist im Prinzip so, dass ich trotz meiner 22 Jahre mehr oder weniger noch dazu gezwungen bin, zu Hause zu wohnen. Ich arbeite im sozialen Bereich und verdiene im Monat genau 250 Euro und muss an die Schule, an der ich die Ausbildung mache, noch 105 Euro zahlen. Um in die Arbeit zu kommen, zahle ich 75 Euro Fahrkarte. Das heißt also, ich habe im Monat noch genau 75 Euro. Dass man sich davon keine eigene Wohnung leisten kann, ist im Prinzip logisch. Was bedeutet, dass ich noch bei meinen Eltern wohne, was jetzt an und für sich kein großes Problem darstellt, denn ich verstehe mich zum Glück sehr gut mit meinen Eltern und das passt auch alles wunderbar. Aber, und jetzt kommt der ganz große Knackpunkt, meine Eltern haben beide 20 und 30 Jahre lang geraucht und sind, seitdem sie jetzt seit 10 und 11 Jahren nicht mehr rauchen, extreme Anti-Raucher, sage ich mal, die im Haus, und das betrifft das komplette Haus, vom Keller bis zum Dachboden, keinen Rauch haben wollen. Und dasselbe gilt auch für Shisha-Rauch. So, muss ich respektieren, denn wenn ich da irgendwie, sage ich mal, keine Lust drauf habe, ich habe keine Möglichkeit auszuziehen, also muss ich es einfach hinnehmen. So. Jetzt könnte man ja sagen, ja, dann schnapp dir doch einfach die Shisha und setz dich auf die Terrasse. An für sich eine gute Idee. Allerdings ist das große Problem, dass wenn ich dort auf dieser Terrasse sitze, sind das die einzigen Möglichkeiten Feierabend oder Wochenende oder sonst was. Und ja, zu dieser Zeit sind entweder meine Eltern mit an diesem Tisch auf der Terrasse oder aber untertags am Samstag oder so, es kann mal passieren, dass meine Großmutter den ganzen Tag im Garten rumstiefelt oder auch meine Mutter. Und ich hätte einfach keine Ruhe zum Shisha-Rauchen. Ja, ich würde dran sitzen, würde eine Minute quatschen und dann bräuchte wieder irgendjemand was von mir und dann müsste ich aufstehen und ihr versteht das Problem. Also es ist schlicht und ergreifend so, dass ich so im Prinzip schon Shisha rauchen kann, aber nicht die Ruhe finde, wirklich qualitativ gute Videos zu machen. Und das möchte ich auf diesem Kanal. Ich möchte auf diesem Kanal kein Trash haben. Ich möchte auf diesem Kanal sinnvolle Videos haben und nicht irgendwie sowas partymäßig, haha, machen wir es mal schnell hingeklatscht. Das meine Videos sollen Hand und Fuß haben. Und die Qualität, die ich haben möchte, kann ich unter den Umständen nicht liefern. So. Was nicht heißt, dass gar keine Tabakvideos mehr kommen. Es kann ja auch mal passieren, dass ich, sage ich mal, irgendwie, wenn meine Eltern nicht da sind oder wenn ich mal wirklich Ruhe habe, dass ich mich dann wirklich mal hinsetze, um ein Video abzudrehen. Aber habt da bitte ein bisschen Geduld mit mir. Wie schon gesagt, ich möchte nicht, dass die Qualität leiden muss. Ich weiß jetzt nicht, wieso der Fokus gerade irgendwie abspackt. Ist mir aber auch momentan ziemlich egal. Alter Schwede, ey. So, jetzt aber.
Okay, wie auch immer, worauf ich hinaus will, ist, dass ich denke, ich unter diesen Umständen, die ich gerade eben erwähnt habe, einfach Schwierigkeiten habe, Videos zu machen. Ich muss mal die Kamera umstellen, ich weiß nicht, was da gerade das Problem ist. Wie schon gesagt, unter den Umständen ist es schwierig für mich, Videos zu machen. Und daher möchte ich einfach auch nicht, dass die Qualität da irgendwie drunter leidet oder sonst irgendwas ist. Von dem her habt ihr einfach Geduld mit mir. Es werden Videos kommen. Die Videos, in denen ich rauche, sind erstmal sehr rar. Das Ganze ist zeitlich absehbar, denn im Jahr ist meine Ausbildung zu Ende und dann dürfte genügend Geld für eine Wohnung rumkommen und in der wird dann natürlich auch Shisha geraucht und dann kommen auch vermehrt Tabakvideos. Insofern bitte ich da einfach um Verständnis. Der nächste Punkt, der mir einfach in letzter Zeit aufgefallen ist, ich habe durchaus regelmäßig hier in YouTube Posts in meinem Briefkasten, die ich natürlich auch lese und im Rahmen meiner Möglichkeiten beantworte. Und es ist auffallend, dass in letzter Zeit tatsächlich die Umgangsart bzw. der Umgangston miteinander, gerade in der Shisha-Szene oder gerade einfach auch von Leuten, die offensichtlich nichts Besseres zu tun haben, als Videos anzusehen, mit dessen Content sie gar nichts anfangen können und von dem sie auch keinen Plan haben, aber sie müssen dieses Video anschauen und sie müssen einen Daumen nach unten da lassen und sie müssen einen blöden Kommentar da lassen. Und größtenteils eben auch PNs. Wo dann auf Sachen rumgehackt wird, wie, boah, deine Frisur ist voll scheiße, oder boah, alter Schwede, rasier dich mal wieder, oder boah, du bist ja voll hässlich, oder boah, du siehst voll bekifft aus, oder boah, ich weiß es nicht. Wo ich mir einfach nur denke, okay, alles klar, ich schaue auf deren Kanäle natürlich, ne, so ein Flame ärgert mich einfach, und da gucke ich dann auf den Kanal und dann sehe ich da, dass da 5 Videos hochgeladen wurden, wo irgendjemand am PC sitzt und irgendwelche Sachen macht, irgendwelche Shops vorstellt, sonst irgendwas und im Prinzip sich selbst nicht zeigt und die Stimme von diesen Leuten lässt meistens so auf 13, 14 schließen oder jünger. Das sind dann Dinge, da sage ich mir, okay, alles klar, in dem Alter warst du vielleicht auch eventuell so drauf, wobei ich mich nicht entsinnen kann, jemals so dermaßen den Umgangston oder beziehungsweise die Umgangsart verloren zu haben wie diese Menschen. Sowas ärgert natürlich, aber ich denke einfach, solche Leute wird es immer geben auf YouTube. Im Gegensatz dazu, und die Zahl überwiegt definitiv, die Leute, die meine Videos gut finden, das ist sehr schön und zeigt mir einfach, dass es auch Sinn macht, weiterzumachen. Aber es geht ja in letzter Zeit nicht nur mir so. Ich höre mich ja so ein bisschen um, gerade so was die Shisha-Community angeht, gibt es in letzter Zeit so unwahrscheinlich viele Flamer wie noch nie zuvor. Und ja. Was soll ich sagen? Kaschmirhans hat das ganz gut gesagt. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Die Umgangsart von den Menschen weicht sehr stark von den Sitten und Umgangsarten ab, die ich in meiner Erziehung beigebracht bekommen habe. Und man hat so gelegentlich das Gefühl, wenn dann da diverse Ausdrücke wie du Lappen oder du Opfer oder sonstiges Krasseres drin steht, dass diese Menschen offensichtlich keine Ahnung haben. Besonders hohen Unterhaltungswert hat das Ganze, wenn die dann so tolle Sachen schreiben wie, keine Ahnung, du hast doch keine Ahnung vom Shisha-Rauchen, kipp mal die Molasse direkt über den trockenen Tabak im Kopf und rauch mit Golden River Selbstzünderkohlen. Wo ich mir sage, okay, nö. Ja, also Leute, die definitiv, wie schon gesagt, einfach auch keinen Plan vom Content haben. Und ich will ja gar nicht gegen diese Leute was sagen, ganz im Gegenteil, Mann. Ich will den Leuten tatsächlich was beibringen. Ansonsten hätte ich nicht diese 16-teilige Shisha-Rauchen für Anfänger-Serie gemacht. Ja, ich bin ja gewillt, den Leuten weiterzuhelfen, aber wenn dann halt so eine krasse Gegenwehr kommt, dann verliert man da auch stellenweise die Lust zu. Was nicht heißt, dass ich jetzt hier irgendwie aufhören will, Videos zu machen, auf keinste Art und Weise. Also Videos wird es weiterhin geben. Wie schon gesagt, Rauchervideos wird ein bisschen schwierig. Aber ich werde mich auf jeden Fall weiterhin mit der Theorie des Shisha-Rauchens beschäftigen. Da geht auf jeden Fall noch einiges. Und ich werde auch definitiv anfangen, auf Sachen einzugehen, die mir die Leute einfach sagen, so die im theoretischen Bereich sind, wo sie sagen, hey, hier und da hätte ich gerne mal eine Erklärung zu oder wie meinst du das? Oder mach mal hier ein Video drüber. Werde ich auf jeden Fall machen. Definitiv. Das nächste Video, das auf diesem Kanal erscheinen wird, wird zum Beispiel sich um dieses Thema drehen, also um die Frage eines Users einfach. Ja, und insofern
muss ich einfach sagen, also ich bin stellenweise erstaunt über die Dinge, die ich auf YouTube zu sehen bekomme. Ich bin stellenweise erstaunt über die Dinge, die ich lesen muss auf YouTube. Und ich bin über die Umgangsform erstaunt. Aber klar geworden, sage ich mal, ist mir eigentlich die ganze Geschichte bei dem Livestream vor, ich weiß gar nicht wann, Video Day Gamescom. Wer den mitverfolgt hat, also ich sag mal, als 14-, 15-Jähriger hat man dann sowas Spaß. Aber ansonsten, naja, eher weniger. Und von dem her ist schon klar zu sehen, wer die YouTube-Community ist. Einige Sachen waren genial, klar, aber der größte Teil hat sich wirklich definitiv an so eine Altersschicht von 13, 15 Jahren, zwischen 13 und 15 Jahren gerichtet. Und es ist einfach auffallend, dass dieser Teil der YouTube-Nutzer offensichtlich ganz große Lust auf so Trash-Videos hat, was ja auch völlig in Ordnung ist, was sie gerne machen können, wo ich stellenweise auch drüber lache, was stellenweise einfach auch genial ist. Aber man sollte dann doch einfach schauen, was kann ich, was kann ich nicht. Ich meine, ich gehe jetzt ja auch nicht auf irgendeinen Kanal von irgendeinem, was weiß ich, gibt es ja auch auf YouTube, auch von irgendeinem Meisterkoch, der da irgendwelche Sachen zaubert und pfuscht dem da irgendwie rein und sagt, du hast doch gar keine Ahnung. Ungefähr genauso wäre das, ja. Oder wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, zu irgendjemand hingehe im realen Leben, ja, wie schon gesagt, ich bin im sozialen Bereich tätig, es wäre genauso, als würde ich zu einem Maurer hingehen, der da gerade eine Mauer hochzieht und sagt, ey, wie machst denn du das? Ist ja voll scheiße, du musst hier und da. Es ist Quatsch. Also ich meine, was ich damit sagen will, ist einfach, Leute, beschränkt euch einfach auf das, was ihr könnt und lernt einfach weiter, schaut euch das an, guckt euch das an, lernt und urteilt nicht vorschnell. Das machen wahnsinnig viele Menschen hier auf YouTube. Und ja, nicht nur natürlich, wie schon gesagt, es gibt nicht nur Negatives, es gibt auch wahnsinnig viel Positives. Genau, und von dem her bitte ich doch einfach darum, die entsprechenden gerade eben gesagten Punkte vor Augen zu halten. Ich denke, ihr habt jetzt auch so ein bisschen Ahnung, wieso so wenig Tabakvideos von mir kommen, einfach weil meine Möglichkeiten momentan sehr begrenzt sind und die Aktivität auf meinem Kanal beschränkt sich momentan tatsächlich nur auf Mails beantworten und auf entsprechend Mails setzen. Und natürlich Videos von anderen Leuten gucken, ganz klar, du. Insofern war das jetzt ja mal sozusagen eine kleine Aussprache. Und nein, lieber Schwuli 1973, irgendwas schießt mich tot. Ich bin nicht schwul und ich habe diese Pfeifen nicht nur zur Deko rumstehen. Ich rauche regelmäßig Shisha und erfreue mich des Tabakgenusses. In diesem Sinne, Leute, bleibt vernünftig, bleibt sauber und an die ganzen Flamer schaltet mal einen Gang runter und weiß ich nicht, lebt die Phase woanders aus. In diesem Sinne, Leute, haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao.